Menschen aus Ost und West haben in den letzten Jahrzehnten schier Unglaubliches erlebt. Deutschlands beliebteste Rateshow präsentiert heute ein Deutschland-Spezial. Und hier ist der Mann, der bei Hempels und dann so hier ist. Kai Pflaume. Herzlich willkommen zu unserem kaum zu glauben XXL. Das ist die Sendung, in der noch mehr drin steckt. Noch mehr unglaubliche Geschichten, noch mehr Spaß, noch mehr gute Unterhaltung. Das Einzige, das beim Alten bleibt, das ist unser Rateteam. Ja, das sind die vier Menschen, die heute Abend wieder versuchen werden, alles zu geben, um unsere Geschichten herauszufinden, die wir Ihnen präsentieren. Meine Damen und Herren, Bernhard Hoecker. Ich grüße ganz herzlich. Hubertus Meyer-Burkhardt. Stefanie Stumpf. Hallo. Und Jörg Kielager. Guten Abend. Und unseren heutigen Special Guest Elton. Special Guest Richie Müller. Und unser Special Guest heute, Axel Prahl. So, ihr seid bereit? Ja, bester Dinge. Ja. Neugierig. Motiviert. Auf geht's. Neue Frageworte ausgedacht. Ja, wir beginnen heute mit einem besonderen Gast. Wir beginnen mit Bernhard. Bernhard Gahr aus Dresden. So, guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Guten Abend. Ja. Ihn werdet ihr euch als Ersten widmen. Oh, Stefanie Stumpf überlegt natürlich jetzt gerade, kenne ich den Mann aus Dresden? Ja. Sind wir schon mal irgendwo begegnet? Ja, war ja mal mein Mathelehrer. Also, hier ist die Geschichte von Pfarrer Bernhard Gahr. Das kam nicht sehr überzeugend. So, Geschichte ist wieder ausgeblendet. Es geht auch heute wieder um 1000 Euro für unsere Gäste. Jeder im Rateteam hat 45 Sekunden Zeit, seine Fragen zu stellen. Bernhard Hoecker beginnt beim ersten Gast. Und der Ratehinweis lautet, als Mutter zu Besuch kam, war fast der Lappen weg. Als Mutter zu Besuch kam, war fast der Lappen weg. Wahrscheinlich ein Verkehrsdelikt. Okay, Bernhard beginnt. 45 Sekunden laufen ab jetzt. Guten Tag. Ist es ein einmaliges Ereignis? Ja. Es ist schon etwas her. Ja. Mutter kam wirklich zu Besuch? Ja. Und das hat etwas mit einem Auto zu tun? Ja. Hat die Mutter ein Verkehrsverbrechen, wollte ich sagen, ein Verkehrsvergehen begangen? Nein. Also die Mutter ist völlig normal mit dem Auto gekommen? Nein. Du bist mit dem Auto. Ja. Du hast deine Mutter abgeholt. Irrelevant. Ja. Also, du bist mit dem Auto und deiner Mutter gefahren. Ja. Dabei ist etwas auf der Straße passiert, was fast den Führerschein gekostet hätte. Du bist. Hat es mit Geschwindigkeit zu tun? Nein. Mit einer Verkehrsregel an sich? Ja. Ist es etwas mit Lampen, Licht und dergleichen? Nein. Etwas am Auto selber? Nein. Auf nein. Eine. Nein. 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 Ja. Nein, die ersten 200 Euro. Ja. Ja. Kann man schon mal. Aber hat die Gäste getan. 200 Euro, Hubertus ist der Nächste. Guten Tag. Wir suchen ein Delikt. Ja. Alkohol? Nein. Zu hoher Geschwindigkeit? Nein. War das Auto aus dem TÜV rausgelaufen? Nein. Gut, das wollen wir mehr. Die Mutter, ich fange noch mal anders an. Die Mutter kam zu Besuch mit dem eigenen Auto? Nein. Sie haben sie abgeholt? Ja. Sie haben um diesen Mangel gewusst am Auto? Also war, haben Sie bewusst ein Vergehen begangen? Ja. Ja, ja, ja. Aha. Vorsatz. Sie haben Ihre Mutter mit einem Auto abgeholt, obwohl Sie genau wussten, dass die Bremsen nicht gehen, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und haben am Ende sogar gehofft, das könnte manche Probleme lösen. Nein, aber 400 Euro. Stefanie, deine 45 Sekunden. Also, an dem, das Auto war ganz. Ja. Nichts verändert. Nein. Ist es wichtig, wo Sie gefahren sind? Ja. Das heißt, Sie sind nicht auf einer Straße gefahren?
Ja. Sind Sie in einem Feld gefahren? Nein. Sind Sie ins Wasser? Nein. Sind Sie in die Luft? Nein. Sind Sie auf Bahngleisen? Nein. Okay. Aber das heißt, man hätte dort nicht reinfahren dürfen? Ja. Okay. Was, wo darf man nicht reinfahren? In einer Einbahnstraße? Nein. Okay. Hat das was mit dem Untergrund zu tun? Nein. Okay. Nein. In Dresden, was gibt's denn da? Hat das was mit Bergen zu tun? Nein. Ob es in Dresden war, wurde noch nicht geklärt. Ja. Also war es in Dresden? Nein. Okay. Also, schönen guten Abend. 600 Euro. Und vielleicht sehr, solltet ihr sind. Euch mal nicht so sehr am Auto abarbeiten. Es gibt noch andere relevante Teile der Geschichte. Ich frage jetzt mal erst Axel, mal, deine 45 Sekunden meine beginnen 45 jetzt. Sekunden. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Ja. Haben Sie. Also der wäre fast draufgegangen bei dieser Aktion, die Mutter zu kutschieren. Ja. Und diese Aktion war also so verkehrswidrig, dass der Lappen dabei hätte draufgehen können. Ja. Aber dann doch so normal, sage ich mal, dass man nicht unbedingt draufkommt, wie der Lappen hätte. Ja, das ist das, was wir bisher erraten haben. Okay. Du hast noch 9 Sekunden. Sind Sie mit einem fremden Auto gefahren? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. War es Ihr Auto? 1, ja, es war sein Auto. Sehr charmant. Ja. Die zählen einen aus. Wir wollten dir nur helfen. Ja. Das habe ich gemacht. Okay, also Bernhard, dein letzter Tipp. Ich glaube, du hast deine Mutter am Flughafen abgeholt und während dem Gespräch bei einem geschickten U-Turn dich einmal auf Start- und Landebahn befunden und zu einer leichten Irritation im Flugverkehr. Leider nicht. Hm? Leider nicht. Oh. Oh. Hubertus? Du hast gesagt, Mutter, kennst du den nahen NATO-Truppenübungsplatz? Da wollen wir doch mal gucken. Obwohl da steht, es ist Unbefugten verboten. Und dann sind sie mit ihrer Mutter über die Panzerberge gehopst. Nein? Nein. Nein? Nein. Oh. Ja, ist ja gut. Stefanie? Also ich glaube, dass er irgendwo wo abgesperrt war, wegen einer Sprengung durchgefahren ist. Weil das eilig hatte. Nee. Irgendein auch Bombenfund nicht. Oder so. Nee. Auch nicht. Nee. Oh. Diese Schadenfreude. Axel? Also ich glaube, er kann gar nicht Auto fahren. Das wäre kaum zu glauben. So sehe ich aus. Ne? Ja. Wahrscheinlich hat er sich den Führerschein erschlichen. Und ist deswegen unrechtmäßig mit seinem Fahrzeug gefahren auf einem militärischen Sperrgebiet. Nein, nein, nein. Es ist leider alles daneben gewesen. Deswegen gratulieren wir jetzt erstmal zu 1.000 Euro. Eine entscheidende Frage hätte euch weitergeholfen, die aber nicht gestellt wurde. Keiner hat jemals gefragt, war es wirklich Ihre Mutter? Das habt ihr einfach vorausgesetzt. Ja weil wir eben Mutter. Gewisse konservative Wertvorstellungen haben. Mutter. Können ja nicht, Bernhard. Es können ja nicht jemanden, ahnen, dass er hier mit einer falschen Mutter auftaucht. Die wird einfach so genannt von allen. Und das ist Mutter Teresa. Mutter Teresa. Es geht um Mutter Teresa. Ja. Die Bernhard 1982 in seinem Trabi in Ost-Berlin am Checkpoint Charlie abgeholt hat. Aber Mutter Teresa hatte auch noch eine kleine Entourage dabei, sodass sie am Ende zu sechst im Trabi saßen. Nein. Ja. Da waren wir weit weg. Und in diesem Zustand von einem Polizisten angehalten wurden. Ah, das kenne ich. Und deshalb war dann fast der Lappen weg. Mit vielen Frauen im Auto. Mit treffen sich ein Pfarrer, eine Heilige, drei Nonnen, eine Fotografin und ein Trabi. Kommt ein Polizist vorbei. Diese Geschichte erzählt Pfarrer Bernhard Gahr aus Dresden gerne. Aber das ist kein Witz. Ich bin mit Mutter Teresa im Trabi in Ost-Berlin in eine Polizeikontrolle geraten.
1982. Bernhard Gahr hat einen Auftrag von ganz oben. Mutter Teresa war in West-Berlin und sollte nach Ost-Berlin kommen. Und ich hatte den Auftrag, sie am Checkpoint Charlie abzuholen. Weil das natürlich ein besonderes Ereignis ist, habe ich eine Fotografin dabei gehabt und zwei Schwestern aus Ost-Berlin. Lieber Gott, das war doch sicher ganz schön eng. So viel Heiligkeit in einem Trabi? Ja, das ging schon gerade noch. Aber als wir zufällig eine Schwester, die über den Grenzübergang Friedrichstraße gekommen ist, noch mitnehmen wollten, da wurde es wirklich eng. Um Himmels Willen. Und wie haben Sie die alle in den Trabi bekommen? Ja, eigentlich war er ja voll, aber die Fotografin ist auf die Ablage gegangen und die Schwester, die wir einladen wollten, war etwas kräftiger, wollte nach hinten. Das ging aber nicht. Da war es wirklich zu eng. Mutter Teresa schmunzelte, lachte und sagte, ich gehe nach hinten. Und die kräftigere Schwester saß dann vorne. Fast hätte es losgehen können. Aber nur fast. In dem Moment klopfte ein Polizist an die Scheibe und sagte, ja, Sie sind ja völlig überladen. Es gab eine längere Diskussion. Aber als ich ihm dann sagte, dass hier Mutter Teresa im Auto ist und dass sie einen Termin beim Bischof hatte, und darauf hat er gesagt, fahren Sie mit Gott, aber fahren Sie. Da war ich sehr erleichtert und auch erstaunt. Und so schafft Mutter Teresa es am Ende dann tatsächlich zum Bischof. Dem lieben Gott und Herrn Gahr sei Dank. Eine unglaubliche Geschichte, wirklich wahr. Mutter Teresa wurde offensichtlich auch gerne landestypisch abgeholt, je nachdem, wo sie dann hingereist ist. Ja, das war mit Sicherheit das erste Mal, dass sie in ihrem Leben einen Trabi gesehen hat. Ja, ja. Aber ja, das macht ihr gar nichts aus. Ja. Der indische Botschafter hat sie selber gebracht an den Schlagbaum mit Mercedes. Sie stieg aus, bedankte sich, kam rüber und stieg in meinen Trabi. Ja, ein besonderes Erlebnis auf jeden Fall. Ja, ja. Haben Sie später noch mal wieder gesehen? Ja. Ja. Wurde sie, dann noch mal über sie kam dann auch nach Dresden und dann habe ich sie aber nicht mehr mit dem Trabi, sondern mit dem Wartburg war das dann. Oh. Sehr luxuriös. Sehr luxuriös. Also eine ganz wunderbare Geschichte. Und ich bin mir sicher, Sie haben es gerade noch mal durchlebt, was an diesem besonderen Tag passiert ist. Und ein unvergessliches Erlebnis. Ja, ja. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Ja. Ich freue mich, danke, aber die sollen für die Arbeit der Mutter-Teresa-Schwestern sein. Diese sind gut angelegt. Dort. Also die werden denen zur Verfügung gestellt. Ganz wunderbar. Bernhard Gahr, herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute. Hallo Detlef. Hallo Detlef. Hallo. Jörg wird gleich beginnen, aber nicht, meine Damen und Herren, bevor wir Ihnen verraten haben, um welche Geschichte es geht. Oh, kommen die drauf? Er macht Pudelmützen. So, Jörg, du wirst anfangen und deine 45 Sekunden laufen, wenn ich den Ratehinweis benannt habe. Und der lautet, mit 11 sorgte Detlef für einen ordentlichen Klassenkampf. So, Jörg, okay. Geht los, Zeit Detlef, läuft. Das ist passiert, als sie 11 Jahre alt war? Ja. Klassenkampf, hat das etwas mit der damals noch bestehenden Grenze zwischen Ost und West zu tun? Ja. Dann möchte ich lösen, ich habe keine Ahnung. lebten Sie im Osten? Nein. Im Westen? Ja. Nein. Gut. Oh Gott. Haben Sie was, etwas gemacht, was man auch im Osten gemerkt hat? Ja. Ja. Oh. Klassenkampf. Kampf im Sinne, dass es wirklich konfrontativ war? Ja. Sie Rebell. Sind Sie dafür bestraft worden? Nein. War das erlaubt? Ja. Okay. Die ersten Bernhard, 45 Sekunden sind noch lösen. Wieder nur noch rein. Er hat nicht gesagt, genau wo er herkommt. Ja, genau, das will ich mir noch ausprobieren. Bernhard, also, du bist am Dranzen und zwar jetzt. Mit 11 Jahren waren Sie da in West-Berlin. Ja. Haben Sie in West-Berlin etwas gemacht, was Auswirkungen auf den Osten gehabt hat? Nein. Haben Sie an der Grenze etwas gemacht? Nein. Waren Sie im Osten drüben und haben was gemacht? Nein. Haben Sie überhaupt
irgendwas gemacht? Ich habe was gemacht. Aber Sie haben mit 11 etwas gemacht. Haben Sie etwas gesagt? Nein. Etwas gesungen? Nein. Oder etwas getanzt? Nein. Aber Sie haben es in West-Berlin getan und das... Nein. Sind Sie, waren Sie Motiv eines Bildes? Nein. Eines Bewegtbildes, eines Videos? Ja. Ah, Sie haben etwas gemacht, das ist gefilmt worden und das hat zu einer politischen Kontroverse geführt. Zu einer gesellschaftlich, politischen, sozialen, gesellschaftlichen, ja, kulturellen... Ja, nee, wie ist es im Westen? Boah. Wann ist was? 400 Euro, Detlef und Hubertus. Zeit rennt. Ist Ihnen das beim Spielen passiert? Nein. Ah, Sie haben es also mit Absicht gemacht? Ja. Ja. Die Handlung, ja. Waren Sie sich über die Konsequenzen im Klaren? Nein. Mit 11. Sie haben, war es unmittelbar an der innerdeutschen Grenze? Nein. Waren Sie als, Sie kommen aus Westdeutschland? Und ja. War das in der DDR, was da passiert ist? Nein. Nein. War es... Haben Sie irgendeinen... war es ein Wettbewerb? Ja. Ja. Haben Sie gewettet? Nein. War der Wettbewerb ausgeschrieben von anderen? Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. 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 Es war ein Wettbewerb, aber der Wettbewerb war nicht ausgeschrieben von anderen. So, Stefanie, du bist jetzt die Letzte im Bunde. Ja. 45 Sekunden sind schneller um, als man denkt. Es waren mehrere Leute beteiligt. Ja. Mehr als 3. Ja. Mehr als 100? 1, 2, 3. Ist etwas zu Bruch gegangen? Nein. Ist jemandem was passiert? Nein. Keine Gewalttätigkeiten? Nein. Sind Sie stolz drauf? Ja. Es ist also was Positives? Ja. Sie haben etwas errungen? Nein. Sie haben nichts bekommen dafür? Haben Sie Anerkennung bekommen? Ja. Eine Medaille? Nein. Keine Auszeichnung? Oh Gott. Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist schwer, aber so schön, oder? Ja. Und Detlef freut's, denn jetzt sind es schon 800 Euro. Vielleicht war er Pfadfinder. Die Frage ist, war er 11 oder war es mit 11 anderen ein Fußballspiel? Ach so, der hat damals Fußball-Weltmeisterschaft, der war Balljunge, Deutschland gegen die DDR. Das ist Uwe Seeler. So, ihr habt alle noch einen Tipp und Jörg beginnt. Also okay, ordentlicher Klassenkampf, da fällt mir nur ein, das war Fußball-Weltmeister. Du warst Balljunge bei Deutschland gegen, Bundesrepublik Deutschland gegen DDR. Nein. Nein. Also er war nicht Balljunge, mit 11 Jahren war Klassenkampf. Ah, ja. Du warst genau. Mannschaftskapitän der ersten Schülermannschaft, die... Nein. Auf gegen eine wie auch immer geartete Mannschaft aus dem Osten verloren hat, gewonnen hat. Nein. Ich weiß es. Hinter uns sitzt eine Reisegruppe aus Herne. Das ist der Mannschaftskapitän von Westfalia Herne, der damals eine Mannschaft zusammengestellt hat, die nur aus radikalen Kommunisten bestand. Nein. Ich muss mich entschuldigen, Detlef. Nein, aber war ja nur so eine Idee. Es bringt dich den 1000 Euro ein Stück näher, Stefanie. Ich habe keinen blassen Schimmer. Sind Sie Horst Dieter Höttges? Wer ist das denn? Der Flankengott von Werder Bremen. Woher sollst du es auch wissen, Stefanie? Als Detlef 11 war, da warst du noch gar nicht da. Da hat also Wolfgang Stumpf es noch nicht mal geplant. Ich denke, Stefanie, ich muss dem entnehmen. Du hast keine Ahnung? Ich habe keinen blassen Schimmer. Gut, dann gratulieren wir Detlef zu 1000 Euro. Ordentlich. Und Jörg war auf der richtigen Spur, aber er hat das Geheimnis doch nicht ganz gelöst. Detlef war der mit 11 Jahren die Begegnung BRD gegen DDR aus dem Lostopf gezogen hat. Geil! In den heiligen Hallen des Hessischen Rundfunks. Ja, er war die Glücksfee damals.
Und er ist doch mit einer ganzen Menge Zufall zu dieser Aufgabe gekommen. Frankfurt, 5. Januar 1974. Gleich wird entschieden, wer bei der Fußball-WM gegen wen antritt. Und er darf ziehen. Detlef Lange. Dass ich da politisch gesehen irgendwas ausgelöst habe, war mir gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Ich dachte nur an den Fußball und hoffentlich geht es jetzt bald los und hoffentlich gewinnt auch Deutschland. Der damals 11-jährige Detlef hat das Große losgezogen. An den Job der Glücksfee ist er eher zufällig gekommen. Ich war in einem Chor. Und das Komitee damals von der Fußballweltmeisterschaft wollte eben einen kleinen Jungen, der keine Angst vor Publikum hat. Und dann hat unser Chorleiter damals ein Foto an das Komitee geschickt, wo ca. 100 Jungs drauf waren. Und ich war der Kleinste und ja, stand in der ersten Reihe. Und dann haben die gesagt, ja, den möchten wir gerne haben. Dann der entscheidende Moment für die Geschichtsbücher. Die Bundesrepublik ist gesetzt in Gruppe 1. Detlef zieht und... zieht. Nummer 3. DDR Nummer 3. Ein Raunen ging durch den Saal. Die Aufregung ist groß. Diese Paarung ist einzigartig. Kaum zu glauben. Dann ist mir erst bewusst geworden, ja, Deutschland und DDR in einer Gruppe, geht das überhaupt? Darf das sein? Trotz der 0:1 Niederlage gegen die DDR wird die Bundesrepublik unter Helmut Schön bekanntlich Weltmeister. Und auch Detlef wird weltmeisterlich gefeiert. In seiner Schule. Dann haben die alle Beifall geklatscht. So als wenn, oh, hast du die Sache toll gemacht und war super. Und ja, dann gab es noch ganz kleine Geschenke, so ein Bonbon oder so. Ja, war schon riesig. Ein Stück deutsch-deutsche Geschichte, Detlef. Sehr speziell. Hm? Aber ja. Wir haben ja gerade gesehen, Franz Beckenbauer war ja live bei der Auslosung dabei. Gab es da auch eine persönliche Begegnung? Hast du ihn da auch irgendwie mal getroffen? Nee. Warst du dir dessen überhaupt so bewusst damals, so mit 11? Also ich meine, wie viele Leute haben da zugeguckt, die WM-Auslosung? Nee, ein paar Millionen, nehme ich mal an. Jo. Weltweit? Eben durch die Sänger, klar, war man sich gewohnt. Ja, ich kann heute gratulieren zu 1.000 Euro. Detlef Lange aus Berlin. Vielen Dank für den Besuch und alles Gute. Danke, Detlef. So, jetzt wartet unser nächster Gast. Das ist Günther Wetzel aus Betzenstein. Günther, herzlich willkommen. Danke. Dankeschön. Achtung. Also, einige gucken, als wäre das kurz vor Weltrettung. So, der Ratehinweis lautet. Ach, fang ja an. Plaste und Elaste, bis es passte. Hallo. Hallo. Die Atomuhr läuft. So. Hallo Günther. Hat es mit deinem Beruf zu tun? Hast du was erfunden? Nein. Ist es ein Ereignis gewesen? Ja. Hat das mit Plastik zu tun, also mit Kunststoffen? Mehr oder weniger, ja. Ja, im weitesten Sinne. Hat es was mit deinem Hobby zu tun? Nein. Dir ist etwas passiert? Nein, passiert nicht. Hast du eine besondere Eigenschaft? Eine Eigenart? Eine besondere Fähigkeit? Nein. Nein. Dir ist etwas passiert. Das suchen wir. Ja. War das ein Unfall? Nein. Ein gewolltes Ereignis? Ja. Ein Rekord? Nein, nicht im klassischen Sinne. Nein? 200. Als es Ihnen passiert ist, haben Sie handwerkliches Geschick bewiesen? Ja. Sie haben etwas repariert. Sie haben etwas angepasst. Nein. Aber Sie haben handwerkliches Geschick bewiesen mit Hilfe von Kunststoffen. Ja. So. War das draußen? Ja. Ja. Ja, okay. Ja. War das eine öffentliche Veranstaltung? Nein. War das bei Ihnen im Garten? Nein. Aber
Sorry. Ich bin für meinen Kollegen entschuldigt. Es hätte nicht drinnen passieren können. Ja. Nein. Nein. Nein, es hätte nicht drinnen passieren können. Hätte nicht drin passieren können. Das waren. Schlauer. Ja? 400? Okay. War jemand dabei? Ja. Ist was gefährlich? Ja. Ist Ihnen was passiert? Nein. Nein. Aber Ihnen hätte was passieren können? Ja. Aufgrund von Druck? Nee. Wie es passte. Giftig? Nein. Passiert das öfter? Nein. Okay. Aber hatten Sie vorher da schon mal was von gehört? Ja. Die Gefahr war bekannt. War es Ihre Schuld? Ja. Okay, Sie haben von etwas zu viel gemacht. Nein. Zu wenig? Nein. Zu groß? Nein. Genau richtig. 600. Ja, da waren ein paar gute Erkenntnisse dabei. Um mal alles ein bisschen zusammenzufassen. Also, es ist einmalig passiert. Ja. Und es war ein Unfall. Nein. Nein. Hä? Es war ein gewolltes Ereignis, aber es war ein gewolltes Ereignis. Sie haben aber mit Plastik etwas befüllt. Nein. Es ist Paste, hieß es doch. Ja. Oh Gott. Hat das was mit einem Sarg zu tun? Nein. Mit einer Baugrube? Nein. Mit Wasser? Nein. Ist es draußen passiert? Es ist Paste. Im Wald? Nein, müssen wir nein, sagen, nein, nein. Also ist, also eigentlich dieser Ort, es hätte überall draußen passieren können. Ja. Also es ist kein spezieller Ort. Sie mussten. Also stecken, sind Sie stecken geblieben irgendwo oder jemand? Nein. Aber hätte jemand stecken bleiben können? Nein. Nein. Was war sonst nochmal was mit Plaste aus? Ja. Ja, so. Was mich etwas stutzig gemacht hat, war der unfassbare Spaß des Publikums. Bei der Frage, ob das öffentlich war. Ja. Weil das muss dann wohl sehr privat gewesen sein. Vielleicht doch was mit Film oder so. Ich weiß nicht. Nee. So, wollen wir uns an den letzten Tipp heranwagen? Sie waren im Flugzeug unterwegs. Nein. Und, okay. Oh, kann man hier noch nicht mal seinen Satz zu Ende bringen? Das war ein eindeutiges Komma. Ja? So, weiter, ja, sag weiter. Sag weiter. Ja, und da sind Sie auf der Flugzeugtoilette wegen diesem Unterdruck. Ja. Das ist ja manchmal ein Problem. Und dann hat den Unterdruck beendet. Nein, ich habe ja gar nicht erst angefangen. Es war ja nett, dass Sie vorher unterbrochen haben. Nicht so schlecht. Keine Ahnung. Sie leben alleine und gehen häufig am Wochenende in einen dieser öffentlichen Waschsalons, weil Sie sparen zu Hause die Waschmaschine. Und Sie sahen in diesem da kommen ja viele Kunden hin, und eine Kundin schlief in diesen riesigen Trommeln der Waschmaschine. Er unterbricht mich nicht, ich bin ganz dicht dran. Und in letzter Sekunde, bevor der Schleudergang kam, haben Sie die Tür mannhaft geöffnet durch diesen Gegendruck, der automatisch entsteht zwischen dem Wasserinnenleben und dem... Je länger du redest, desto mehr weh tut es am Ende. Kann ich dir sagen? Nein, Herr Gabus, nein! Haben Sie... Sie sind der Erfinder der Dixie-Toilette. Das wäre jetzt. Nein, aber. Dann wäre ich dankbar. Also, ich bleibe dabei. Irgendjemand hat sich ausgesperrt, war nackt draußen. Sie haben aus alten gelben Containern Styroporplatten genommen und haben daraus etwas geschneidert, bis es passte, dass es dann nicht mehr nackt war. Ja. Nein! War mal gut. Nein! Lieber Günther, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro! Wobei, das mit dem ausgesperrt war fast richtig. Ja? Nicht direkt. Nicht direkt, ja. Günther Wetzel hat sich selbst einen Heißluftballon gebaut. Fahren wir nach drüben. Mit dem er aus der DDR in den Westen Deutschlands geflüchtet ist. 16. September 1979. Mysteriöses geschieht im oberfränkischen Naila. Ein Ballon landet mitten in der Nacht. An Bord zwei Familien aus der DDR. Einer von ihnen, Günther Wetzel.
Wir sind aus der DDR geflüchtet, weil wir uns dort nicht mehr wohlgefühlt haben. Deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, einen Heißluftballon zu bauen und mit dem auf dem Luftweg die DDR zu verlassen. Und weil es im Osten wenig gibt, vor allem keine Ballons im Supermarkt, wird improvisiert. Das ist unsere Gondel, in der wir mit 8 Personen saßen. Die Gondel haben wir auch selbst gebaut, genau wie den Brenner und den Ballon und so weiter. Die Idee hatte ich aus einer Zeitschrift, da waren Ballons abgebildet und auf dieser Basis habe ich den Ballon dann entwickelt und auch genäht. Ein lebensgefährlicher Plan wird in mutiger Hoffnung umgesetzt. Wir sind dann nach Mitternacht zum Startplatz gefahren, der in der Nähe von Bad Lobenstein lag, und haben dort unseren Ballon vorbereitet und sind um ca. 2.30 Uhr gestartet. Dann sind wir ca. 28 Minuten in der Luft gewesen. Dann war plötzlich nach einer knappen halben Stunde das Gas alle. Und dann kann man von Landung kaum noch reden. Es ging nur noch bergab. Wir hatten keinen Einfluss mehr drauf und sind dann relativ hart aufgeschlagen. Auf die Landung folgt mit aller Härte auch die Ungewissheit. Wir wussten nach der Landung nicht gleich, ob wir es überhaupt geschafft haben. Es kam ein Polizeiauto. Da saßen zwei Polizisten und wir haben gefragt, sind wir hier im Westen? Und da haben die gesagt, wo denn sonst? Die kühne Flucht der zwei Familien sorgt weltweit für Schlagzeilen, wird sogar von Hollywood verfilmt und ist wirklich kaum zu glauben. Aber das hat funktioniert, offenbar. Man muss ja rückblickend sagen, in vielerlei Hinsicht eine hochriskante Unternehmung. Zum einen, weil ja doch eine ganze Reihe Leute involviert waren, 8 Personen. Und die kannten sie natürlich oder glaubten sie zu kennen. Dann musste der Luftballon natürlich, der Heißluftballon natürlich heimlich genäht werden, gefertigt werden, sodass keiner was mitkriegt. Woher wussten Sie, von wo Sie aufsteigen können? Gut, den Platz hatten wir uns schon ausgewählt, denn wir sind das ganze Gebiet dort abgefahren, haben geschaut, wo sind Lichtungen, und es war in dem Fall eine Waldlichtung. Aha. Es musste zwar nicht Wald sein, aber das war natürlich optimal, weil man da abgeschirmt war. Und von da aus sind wir dann gestartet. Das war in der Nähe von diesem Sperrgebiet, das wir nicht betreten und befahren durften, aber es war noch so weit außerhalb, dass wir nicht aufgefallen sind. Und gab es vorher schon mal Versuche, die Sie dann abgebrochen haben, weil Sie gesagt haben, Wetter passt nicht oder die Umstände sind nicht so, das wie sie sein sollen? Das Problem war, dass der erste Ballon nicht funktioniert hat, deswegen, bis es passte, ich habe insgesamt 3 Ballons genäht. Der erste war zu durchlässig, der zweite war zu klein für alle und mit dem dritten hat es dann geklappt. Wie lange hat das insgesamt gedauert, bis Sie dann tatsächlich erfolgreich geflohen? Von der Idee bis zur tatsächlichen Flucht 1,5 Jahre. Wobei für den letzten Ballon haben wir insgesamt 5 Wochen gebraucht. Ja, also eine unglaubliche Geschichte. Und Gott sei Dank sind Sie alle heil und gesund dann im Westen Deutschlands angekommen. Aber ich muss gestehen, auch heute noch, man hat Gänsehaut, wenn man das verfolgt. Und ich weiß nicht, geht das Ihnen auch so? Wenn man zurückdenkt, schon, ja. Ja, absolut, auch wenn es schon einige Jahre jetzt zurückliegt. Also eine tolle Geschichte, kaum zu glauben. Zum Glück ist es gelungen. 1.000 Euro sind es heute geworden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Besuch und alles Gute. Günter Wetzel, Dankeschön. Da wird sie eingeblendet. Oh, das war eine besondere Leistung. Ja. Es schwang auch Mitleid mit. Eher nicht, glaube ich. Ja. So, wir beginnen mit Bernhard. Und natürlich gibt es einen Ratehinweis. Und der lautet in diesem Fall, Achtung, Poesie, meine Damen und Herren. Mit Reifen und Kufen nahm Christa die Stufen. So, lieber Bernhard. Hallo Christa, ich grüße dich ganz herzlich im Namen meiner Kollegen. Aber jetzt geht's los. Hat es etwas mit deinem Hobby zu tun? Nö. Ist es ein einmaliges Ereignis? Ja. Ein Unfall? Nein. Eine bewusste Entscheidung gewesen? Ja. Ist es eine Art Weltrekord? Teils. Du hast also etwas Besonderes gemacht mit Reifen und Kufen. Hat es etwas mit Schnee zu tun? Nö. Mit Treppenstufen? Nein. Gut, ich bin froh über diesen Tipp. Danke, Kai. bist du Fahrrad gefahren dabei? Ja. Und Schlittschuh?
Ja. Und du bist mit Fahrrad wo hoch und mit Schlittschuh wo runter? Nein. Du bist mit Schlittschuhen rauf und mit dem Fahrrad runter? Nein. Okay, du bist... Ah. Die ersten 200 Euro für Christa und Hubertus. Hat es was mit Bergen zu tun? Nein. Hat es was mit einem zugefrorenen Eis, einem zugefrorenen See zu tun? Nein. Hat es was mit, haben Sie sich in Gefahr begeben? Nö, nö. Hat es was mit der kalten Jahreszeit zu tun? Ja. Mit Winter? Ja. Konnten Sie das in Deutschland machen? Ja. Haben Sie sich auf ein Fahrrad gesetzt und gleichzeitig Schlittschuhe angehabt? Nein. Nein. Ich fand die Idee ganz gut. Ich weiß noch. haben Sie Applaus bekommen dafür? Ja. Hat die Lokalpresse von berichtet? Ja, auch. Ja. Ja. Das war ja schon zu Ende. Ja. 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 400. Okay. Genau. 400 Euro. Und Stefanie. Hat Stufen was mit Haaren zu tun? Nein. Also schneiden, Haare. Ja, ja, ich habe das verstanden. Nee, wir haben verstanden. Stufen, nein. Was mit, das wird doch trotzdem mit, kein Ja. Mit Pferden zu tun? Nein. Was hat der? Pferdehaaren. Okay. Autoreifen? Nein. Fahrradreifen? Ja. Fahrradreifen. Und keine Schlittschuhe? Doch. Doch. Doch, Schlittschuhe. Hä, mit Schlittschuhen auf dem Fahrrad? Es gibt merkwürdige Menschen. Sind Sie mit dem Fahrrad, aber hatten Sie Schlittschuhe an und sind damit Fahrrad gefahren? Nein. Haben Sie ein Fahrrad mit Schlittschuhen beschichtet? Nein. Also hier? Nein. Kommen Sie aus Russland? Waren Sie sehr schnell? Ja. Zu schnell? Ja. Sehr schön. Ich habe mich vom Fahrrad ziehen lassen. Überall. Ich habe schon wieder Kopf gemacht. So, Richie, ich zahle mal ganz kurz aus hier. Ne? Deine 45 Sekunden. Warst du mit Schlittschuhen am Fahrrad hinten dran gehangen? Nein. Zerfixe. Dass ich das nicht gesagt habe. Fahrrad und Schlittschuhe. Stufen, aber keine Treppen. Nein. Ich komme auf nichts jetzt. Ich bin paralysiert. Mit Reifen und Kufen nahm Christa die Stufen. Hast du es alleine gemacht? Ja. Und hast du dir wehgetan? Nein. Das war ein Rekord. Würdest du das nochmal machen? Ja. Ist das schön? Ja. Hast du Schlittschuhe angehabt? Ja. Und das Fahrrad auf dem Rücken? Nein. Das Ach, Christa. Ich würde sagen, Christa, wir könnten Ihnen noch eine Stunde Zeit geben. Ich glaube, ich nehme das letzte Säckchen schon mal in die Hand. Sie ist Lehrerin und hat mit den unterschiedlichen Stufen. Du bist gar nicht dran, der Bernhard fängt an. Ich glaube, du hast einen besonderen sportlichen Rekord geschafft. Irgendeine Strecke mit Fahrrad und Schlittschuhen über vereiste Flächen. Das ist das Besondere. Das wollte ich ja gar nicht sagen, sondern... was anderes, aber ich... Bernhard. Zu spät. Hubertus? Ich will ja sagen, wir waren völlig falsch. Der Reifen ist gar kein Autoreifen, es ist ein Hula-Hoop-Reifen. Und die ist im Winter die Hüften schwingend... Aber ein Fahrradreifen. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Ich kann mich nicht erinnern. Sie sind eine Hula-Hoop-Reifen-Tänzerin, die behende bei zugefrorenen Seen mit dem Fahrrad auf dem Gepäckträger stehend die Menschen am Ufer erfreut, wenn dann jemand zuguckt. Also, nein, es war aber ganz heiß. Ja, es war heiß, ja. So, Stefanie. Ich weiß nicht, sie ist irgendeine Qualifikation höher gerutscht dadurch, aber ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee.
Bewusstseinsstufen? Ich würde sagen, sie ist Lehrerin und hat mit Autoreifen auf eine Eisfläche gerutscht und auch mit Kufen, also mit Schlittschuhen, und hat sozusagen mehrere Stufen, die Oberstufe, die Unterstufe sozusagen zusammengebracht, dass sie endlich mal im Einklang und sich nicht immer auf dem Flur in der Schule streiten. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also es sind alles sehr spannende Lösungsansätze gewesen, die ihr da geboten habt. Aber zum Glück für Christa haben sie alle nicht zum Erfolg geführt. Und damit sagen wir... Warum denn? Oh, Christa hat 1.000 Euro gewonnen. Ja. Und liebe Stefanie, ich sag dir nur... Nein, liebe Stefanie, besonders für dich heißt es, komm du mir mal nach Hause. Ha? Ja. Christa aus Dresden. Oh. Hat etwas geschafft, was nie wieder ein Mensch schaffen wird. Denn Christa hat in einem Jahr jeweils eine Medaille bei Sommer- und Winterspielen gewonnen. Nein. Bei Olympischen Sommer- und Winterspielen. Christa Luding-Rotenburger. Deine Eltern, liebe Stefanie, hätten sofort gesagt, ach, die Christa, was macht die denn da? Ja, also unglaublich, oder? Und so ganz falsch wart ihr gar nicht, ne, bei Reifen und Kufen, aber schaut doch bitte mal. Wie geil ist das denn? Das ist Christa Luding-Rotenburger aus Dresden. Was man im Moment vielleicht nicht direkt vermutet. Ich bin die weltweit einzige Sportlerin, die im selben Jahr bei der Winter- und Sommerolympiade eine Medaille gewinnen konnte. Kaum zu glauben. Wie kam's denn dazu, Christa? Den Hals nicht vollgekriegt, oder wie? Na, ich war ja schon im Eisschnelllauf sehr erfolgreich. Wir haben sehr viel im Sommer auf dem Rad trainiert. Und ich wollte so ein bisschen was Besonderes leisten. Und deswegen haben wir versucht, auch bei den Sommerspielen im Bahnradsprint anzutreten. Und jetzt ab, Christa! Quasi als die Ganzjahreswaffe der damaligen DDR. Und? Hat sich's gelohnt? Ja, 1988 war im Prinzip mein erfolgreichstes Jahr. Also ich habe im Eisschnelllauf die Goldmedaille gewonnen mit Weltrekord, habe dann zwischendurch geheiratet und dann noch im Sommer im Bahnradsprint in Seoul die Silbermedaille. Wow, den Rekord kann ihr keiner mehr nachmachen. Denn seit 1994 finden die Sommer- und Winterspiele nicht mehr im selben Jahr statt. Aber ein Leben ganz ohne Sport, das kann sich Christa nicht vorstellen. Wenn ich heute aufs Fahrrad steige, dann genieße ich das. Der Leistungsdruck ist nicht mehr da und das macht natürlich viel, viel mehr Spaß, als es früher vielleicht der Fall war. Ist ja auch schön. Und verdient hat sich Gold Christa das auf jeden Fall. Ja, das ist ein schönes Beispiel für eine unglaubliche Geschichte, die einen hier zu uns in die Sendung bringt. Wer hatte denn die Idee und hat dann gesagt, Mensch, Winter, Sommer, das können wir doch mal beides ausprobieren? Ja, also wir haben schon viel im Sommer auf dem Rad trainiert und ich war auch sehr gut, sagen wir so. Und damals der Manfred Hönl, der hat auch gesagt, du könntest ja mal an Weltmeisterschaften teilnehmen, würdest bestimmt Platz 3 bis 6 schaffen. Und dann war in Leipzig das große Rennen und da habe ich sogar gegen die Weltmeisterin gewonnen und da durfte ich, bin ich dann 1986 genau, durfte ich dann bei der Weltmeisterschaft starten und wurde auf Anhieb Weltmeisterin und wie gesagt 1988 dann musste ich mich dann natürlich nach meiner Goldmedaille im Winter qualifizieren für den Sommer und ich durfte dann dran teilnehmen und habe dann die Silbermedaille so ein Stück für Gold gewonnen oder verloren. Das ist ganz besonders. Und alles Gute auch für das, was noch kommt. Viele Grüße nach Dresden. Und danke für den Besuch. Ja, vielen Dank. Freut euch auf Christian aus Chemnitz. Hallo Christian. Hallo. Und das Schöne an Kaum zu glauben ist ja die große Bandbreite, die Abwechslung, die wir hier in der Sendung haben. Oh.
Das war ein bisschen genannt. Ja. Oh. Kann lauter kommen. Oh. Oh. Es war jetzt schon mehr so ein Oh statt ein Oh. Oh. Stefanie beginnt. Und der Hinweis ist, Stefanie, nicht nur Christian machte große Ohren. Okay. Bitte schön, es geht los. Haben Sie was mit Dumbo zu tun? Mit wem? Mit Dumbo. Dumbo, Dumbo. Nein. Nein. Sind Sie Ohrenarzt? Nein. Hat es was mit, dass jemand was gehört hat, zu tun? Ja. Ja. Haben Sie was, nicht nur Christian macht große Ohren, haben Sie was gehört, was außergewöhnlich ist? Ja. Einen Knall? Nein. Musik? Nein. Dass etwas passiert ist? Ja. Einen Schrei? Nein. Ein menschliches Geräusch? Ja. Was mit Angst zu tun hat? Ein angstvolles Geräusch? Nein. Nein. Gute Fragerunde. Aber die Geschichte, da sind wir doch noch weit entfernt. Die ersten 200 Euro für Christian. Bevor und die Zeit läuft, haben Sie das einmal gehört? Ja. Wollten Sie das hören? Ja. Mussten Sie dafür Deutschland verlassen? Ja. Okay. War das innerhalb von Europa? Ja. Gut. War das Nordeuropa? Nein. Südeuropa? Nein. Osteuropa? Ja. Okay. Wo sind wir denn da? War das ein tierischer Laut? Oder was? Ich hab's nicht vergessen. Mensch? Nein. Mensch. Ein Mensch. Mensch. Sie haben einen menschlich Laut in Osteuropa gehört. Wie Putin? Schön. Sie haben Putin rülpsen gehört. Und sowas hab ich auch gleich so. Fast. 400. Putin. Christian. Rülpsen. Keine Ahnung. Danke. Müssen wir eins vielleicht ein bisschen gerade rücken. Es ist politisch Osteuropa. Ja, okay. Politisch ist es. Okay, ja. Politisch Osteuropa. Genau. Ansonsten ja. Ist Bernhard jetzt dran. Politisch Osteuropa, ist das mehr als 20 Jahre her, 25 Jahre her? Ja. Hat das was mit der Wende zu tun? Ja. Ja. Es geht um den Inhalt dessen, was Sie gehört haben. Ja. Sie haben was gehört. Waren Sie in der Prager Botschaft? Ja. Und haben Genscher den Satz sagen hören, ich bin hierher gekommen, um Ihnen mitzuteilen. Dann hat man ihn nicht mehr verstanden. Sind Sie der Botschafter? Sie dürfen noch antworten zwischendurch. Welche Frage möchten Sie beantworten? So, also Sie waren in der Botschaft, als Genscher diesen Satz gesagt hat. Ja. Ah, die Rolle, die Sie da gespielt haben. Haben Sie die Lampe angeschaltet? Nein. Sie sind der Erste, der in den Zug gestiegen ist danach. Nein, nein. Der was gerufen hat. Nein. Also, wir sind so nah dran. Aber es geht natürlich um eine Besonderheit. Also, Zunächst die Frage, waren Sie unter den Flüchtlingen? Ja. Ah. Für die Situation, nein. Für die Situation, nein. Ja. Weil sonst hat er keine Chance, es zu lösen. Ne? Danke das für die heißt, Hilfe. Sie waren auf derselben Etage wie Genscher. Ja. Ja. Sie standen neben ihm. Ja, und das ist richtig. Deswegen war es so knapp. Christian Bürger war natürlich nicht der Botschafter, aber war der offizielle Sprecher der Flüchtlinge in der Prager Botschaft und stand in dieser Funktion direkt kurz hinter Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon, als dieser die historischen und erlösenden Worte sprach. Ja. Und wann immer man sich diesen Ausschnitt anguckt, Gänsehaut. Herbst 1989, die Botschaft der Bundesrepublik in Prag. DDR-Bürger hoffen hier auf die Chance, in den Westen ausreisen zu dürfen. Einer von ihnen, Christian Bürger. Als ich in die Nähe der Botschaft kam, bin ich dann ganz schnell ins Tor gerannt, habe mich beim Pförtner gemeldet
Mein Name ist Christian Bürger, ich komme aus der DDR und hier gehe ich jetzt nicht wieder raus. Der Chemnitzer ist einer der ersten auf dem Gelände und wird zum Sprecher der DDR-Flüchtlinge gewählt. Wir hoffen alle, die wir hier bleiben, dass die Bundesrepublik in Verhandlungen bleibt und für uns eine echte und akzeptable Lösung finden wird. Anfangs ist er noch der Sprecher von knapp 150 Flüchtlingen. Innerhalb von 5 Wochen folgen Tausende. Am Ende war es so, dass die hygienischen Zustände, Toiletten, Schlafplätze etc. für die Leute überhaupt nicht mehr reichten. Und bei 4.000 habe ich aufgehört zu zählen. Die Lage droht zu eskalieren. Doch dann die Befreiung. Als ich dann am Vormittag erfuhr, dass Hans-Dietrich Genscher nach Prag kommt, da wusste ich genau, wir haben es geschafft. Und tatsächlich, nach zähen Verhandlungen, verkündet Außenminister Genscher auf dem Balkon der Botschaft die frohe Botschaft. Hinter ihm, kaum zu glauben, Christian Bürger. Leider bin ich etwas versteckt auf dem Bild. Hier ist Herr Genscher, hier ist Herr Seiders und direkt dahinter stehe ich. Der Moment, der Deutschland veränderte und Christian Bürger zu einem freien Mann machte. Es war ein unglaublicher Moment, den ich mein Leben nie wieder vergessen werde. Wahnsinn, ne? Christian, was ich mich ja immer frage und jedes Mal aufs Neue, wenn ich diesen Ausschnitt sehe, warum ist das eigentlich abends im Dunkeln verkündet worden? Ja, es war so, dass Hans-Dietrich Genscher war ja in New York auf der Außenministerkonferenz und hat dort die Verhandlungen geführt, obwohl er schwer krank war, wie wir alle wissen, der Herzinfarkt kurz davor und so weiter. Und ist von da aus direkt nach Bonn zurückgeflogen und am gleichen Tag noch von Bonn nach Prag gekommen zu uns und ist natürlich erst am späten Nachmittag in Prag eingetroffen. Gegen 17 Uhr hatten der Botschafter Huber abgeholt vom Flughafen und sind sie in die Botschaft gekommen. Und wir sind dann hoch in die Räume vom Botschafter und dort hat er uns erst einmal kurz aufgeklärt, um was es geht, was er erreicht hat. Dass wir es geschafft haben und so weiter. Und die organisatorischen Dinge, die Busse mussten ja organisiert werden. Also einfach der formale Ablauf. Also Sie wussten das schon, als er das sagte? Sie als er das sagte, wusste ich schon, ja. Wahnsinn. Wo sind Sie dann hin im Westen Deutschlands? Ja, ich bin in mein Traumbundesland nach Bayern. Entschuldigt, Norddeutsche. Das ist auch schön hier. Bis eben war es nett mit Ihnen. Ja, ich wollte... Da sind wir wieder bei dem Thema Berge. Ich wollte das immer und das war mein Traum. Und dort bin ich auch geblieben, fast 20 Jahre. Habe ich dann in Bayern, in Österreich, in Südtirol und in Spanien gearbeitet. Aber jetzt sind Sie wieder zurück? Jetzt, vor ein paar Jahren, bin ich wieder zurück in die alte Heimat. Und ja, alles ist gut. Ja, alles ist gut. Das ist ein schöner Schlusssatz. Lieber Christian Bürger, es sind 600 Euro geworden. Ja. Ein bisschen mehr als damals das Begrüßungsgeld. Ich erinnere mich auch. Ja? Herzlichen Dank für den Besuch. Herzlich willkommen, Hermann aus Langwedel. Also. Es ist unverkennbar. Der Hermann, der hat Spaß in den Backen. Ja. Ja? Dr. Winter. Hier ist die Geschichte von Hermann. Oh, je. Oh Gott, das war es aber sehr schnell. Das war sehr schnell, die Reaktion. Ja, ja, ist eine kurze Geschichte. Ja? Wer fängt an? Wer fängt an? Wir haben doch nicht recht. Ja? Nein, Jörg fängt an. Jörg fängt an, ne? Genau. Bin ich dran? Du fängst an, ja. Ja, aber nicht ohne meinen Ratehinweis. Und der lautet im Falle von Hermann: Seine Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen. Bruder. Okay. So, Jörg. Geht es wirklich um Verwandtschaft? Ja. Sie sind mit jemandem verwandt. Wie wir alle. Das war eine blöde Frage, ich ziehe sie zurück. Sie sind mit jemandem verwandt, den wir alle kennen. Ja.
Sie mit einer prominenten Person verwandt? Ja. Ein Sänger? So. Ja. Die einen sagen so. Ja, okay. Schauspieler? Ja. Gut. Älter als 50? Ja. Lebt er noch? Ja. Ein Deutscher? Nein. Ein Europäer? Nein. Ein Amerikaner? Ja. Ja! Guck mal hier. Kann man sich die Euro. Der hat der Jörg den Acker schon mal gut umgepflügt, um im Jargon zu bleiben. Ja? Und der Bernhard kann jetzt hier die Saat ausbringen. Gut, und ernten darfst dann du, weil den Namen werde ich mit Sicherheit nicht kennen. Also, es ist ein amerikanischer Schauspieler, den wir suchen. Ja. Macht er eher Actionfilme? Nein, nein, Ist es ein Sympathieträger? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß. Er spielt böse Rollen. Nein. Hat er bei Blockbustern mitgemacht? Nein. Nö, nee. Oh. Jetzt sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn kenne, auf unter null. In kleinen Kunstfilmen aus Texas. Ja. Bei Arte. Aber bei Arte. Du bist ganz dicht ist der, dran. Ist der in deutschen Kinos gelaufen? Also nicht der Bekannte, sondern der Film von dem Bekannten? Nee, nein. Kinos eher nicht. Nee, nee, das eher nicht. 400 Euro, Hermann. Danke. Ich weiß es. Also, hier, unser Filmproduzent. Der Mann, den wir suchen, lebt der ausschließlich in Amerika? Nein. Er lebt auch in Deutschland? Naja, leben ja. Also er befindet, ja, gut. Ja, er bewegt sich natürlich auf der ganzen Welt, aber leben in Amerika. Aber er ist auch häufig in Deutschland. Ist er mehr durch Fernsehserien bekannt? Ja. Ein Serienstar? Ja. In einer der großen amerikanischen Arztserien, die jetzt... bekannt aus einer eher älteren amerikanischen Serie. Ja. Also sowas wie Bonanza. Nein. Also wir suchen einen Star aus einer älteren amerikanischen Serie. Ja. Das wird jetzt natürlich lange. Der in Amerika aber auch geboren ist. Ja. Ja. Der einen... Sag's nicht klar. Ja. 600 Euro für Hermann. So, ich sag euch gleich, ich möchte also einen gewissen Verwandtschaftsgrad. Wolfgang Stumpf! Nein. So, Stefanie. Sing es. Du weißt es. Ich gar nicht, weiß du bist ich vom Fach. Weiß ich jetzt nicht. Aber er hat auf jeden Fall eine rote Badehose an. Ja. Und er ist dafür, dass wir heute alle hier sitzen, weil er hat die Mauer eingerissen. Es ist David Hasselhoff. Ja. Es ist David Hasselhoff. Das ist richtig. Hermann Heimsoth ist in der Tat der Cousin von David Hasselhoff. Der Cousin. Ja, man hat das zurückverfolgt und hat dann irgendwann festgestellt, Hasselhoff gleich Haselhof. Haselhof. Ne? Ja. So fing das alles an, der Wahnsinn. Ne? Und er war sogar schon mal bei Hermann zu Hause, der David. Mhm. Er kommt. Bauer Hermann. Ein Mann und sein Trecker kämpfen mit dem Kartoffelacker. Dagegen kann Knight Rider einpacken. Hermann Heimsoth, ein echtes Original aus Niedersachsen mit Hollywood-Genen in der Familie. Denn Hermann ist verwandt mit... Permit. Deny. Man kann sich ja seine Verwandtschaft nicht aussuchen, aber die verwandtschaftlichen Verhältnisse sind ja nun mal da mit ihm. David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Knight Rider-Star und Kultsänger aus den 90ern. Ein Namensforscher findet heraus, dass die Vorfahren des US-Stars aus Niedersachsen kommen. Hier vom Hof Heimsoth, der früher Hasselhoff hieß. Der Grad der Verwandtschaft ist ja doch schon etwas entfernter, aber noch darstellbar. Stimmt, denn David und Hermann haben die gleiche Ur-Ur-Ur-Ur-Oma, Meta Hasselhoff.
2010 erfährt The Hoff von seinen deutschen Verwandten und schaut persönlich vorbei. Kaum zu glauben. David fühlt sich gleich wie zu Hause. Zwischendurch kam ein Anruf von einem Spediteur. Da sagte er zu dem, der das Telefon hatte, give it to me. Wie heißt du? Ja, hier ist Hasselhoff, David Hasselhoff. Also es war ein ganz, ganz schöner Tag für uns. Es können noch mal mehr kommen. Ja. Wir wissen ja nicht, ob wir nicht noch mehr Verwandtschaft in Amerika haben. Na, dann sind wir mal gespannt, wer als nächstes vorbeischaut, lieber Hermann. Cool. Cool. Ja. Super. Na, für mich ja die wichtigste und entscheidendste Frage: Gab es denn schon einen Gegenbesuch? Gab es eine Gegeneinladung? Also ich hatte eine Einladung im Herbst 2014 von einem bekannten Fernsehsender, habe die aber nicht angenommen. Mein Englisch ist ziemlich schlecht und mein Laufen war da auch nicht gerade zu gut. Ich habe gerade ein neues Knie gekriegt, aber vielleicht sollte man sich doch noch mal Gedanken machen, um da hinzufahren. Können Sie schwimmen? Ja, aber ich habe keine rote Badehose. Nee. dieser Besuch, das war ja sicherlich total verrückt, oder? Da hing ja eine Menge Presse dran, habe ich gesehen und so. Als Sie das erfahren haben, wussten Sie, wer David Hasselhoff ist? Haben Sie... Doch, das wusste ich schon. Der Anruf kam an einem Freitagabend bei uns vom Schützenfest von einem bekannten Redakteur vom NDR. Geglaubt habe ich es erst nicht. Es hätte ja auch vom Schützenfest eine Ente sein können. Abends bin ich dann im Halbdunkeln zum Friedhof hin. Wir haben eine relativ große Grabstelle. Und dann habe ich erst mal die alten Grabsteine nachgeguckt. Und bis nach 1798 zurückgehen, ob das nun stimmt. Ja. Es stimmte. Ja. So funktioniert Ahnenforschung in Langwedel. Ja. Ich finde es beeindruckend, dass du nach dem Schützenfest noch lesen kannst. Also, das war vor dem Schützenfest. Ja. Also wir haben viel Spaß gehabt und sagen danke für den Besuch und erwähnen Sie uns bitte positiv auf der nächsten Weihnachtskarte. Ja, ja, und ja. Schönen Gruß. Alles Gute und schreiben Sie uns, wenn Sie in Amerika sind. Ja? Dankeschön. 600 Euro für Hermann Heimsoth aus Langwedel. Ich sage Ihnen, die nächste Geschichte, die ist noch viel unglaublicher. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal so passiert, die ist... nicht gegeben. Du machst uns herzlich willkommen, mit unserem nächsten Gast. Ja. Peter, herzlich willkommen. Bei kaum zu glauben. Ja. So, es gibt natürlich eine Geschichte, ein Geheimnis, die Peter mitgebracht hat. Die blenden wir jetzt für Sie ein, meine Damen und Herren. Ach, die Leute verstehen das gar nicht. Doch, doch, die verstehen das schon. Die sind nur total beeindruckt gerade. Also frivol ist es nicht. Nein, das hat nichts mit. Nee. Also passt auf, der Hinweissatz für euch. Stefanie beginnt jetzt. Ja. Ne? Peter machte in Berlin die Nacht zum Tag. Peter machte in Berlin die Nacht zum Tag. Du alleine? Fräulein Stumpf, Peter. Peter, okay, Fräulein sorry. Stumpf. Ja. Nein. 45 du allein? Sekunden. Nein. Mit vielen Leuten? Ja. Geplant? Nein. Also, es ist spontan entstanden. Ja. Du oder Sie sind länger wach geblieben als... Hat es was mit Wachbleiben zu tun? Ein bisschen, aber nicht primär hat für die Geschichte. Damit zu tun. Primär wichtig. Geht klar. Es war eine Freizeitbeschäftigung? Nein. Es ist einmalig passiert? Ja. Nicht wiederholbar? Nein. Würden Sie es denn wiederholen, wenn es möglich wäre? Ja. Unbedingt. Also es ist was Positives. Ja. Hat das mit Geld zu tun? Nein. Haben Sie dadurch neue Leute kennengelernt? Viele, ja. Sie sind bekannt geworden? Ja. Standen Sie in der Zeitung? Ja. Gut gefragt, aber nicht drauf gekommen, 200 Euro. Peter? Nächster. Der Herr Pilawa ist der nächste wieder. Sie haben so mit das sympathische Lächeln, was ich je gesehen habe. Das ist der Hammer. Sie arbeiten bei den Berliner Elektrizitätswerken und haben nachts alle Lampen angemacht. Hätte ich gerne gemacht? Nein. Nein. Gut, dann fragen wir mal nach. Also, hat das was mit Ihrem Beruf zu tun? Ja. Hat es denn auch etwas mit Elektrizität zu tun? Nein. Hat es etwas mit Licht zu tun? Nein. Hat es etwas mit der Tageszeit zu tun? Nein. Hä?
Es ist auch nicht wiederholbar, wenn Sie es wollen würden. Nein. Ist das schon sehr lange her? Ja. Ist es länger als 20 Jahre her? Ja. Länger als 30 Jahre? Nein. Also 25 Jahre ungefähr? Ja. Vor 25 Jahren, das hat man sicherlich etwas mit der rund um die Wiedervereinigung zu tun? Ja. Ah! Habt ihr gehört? Rund um die Wiedervereinigung. Ja, 400 wenn Euro. Wenn du das nicht richtiger Hinweis. Ja. 25 Jahre. Bernhard Hoeger hat überhaupt nicht zugehört gerade, deswegen. Dann sag ich es dir nochmal. Weiß ich nicht, an welcher Stelle er jetzt so weitermacht. Nein, das hat was mit der Wiedervereinigung zu tun. Also, das hat mit Ihrem Beruf zu tun. Ja. Und mit der Wiedervereinigung. Ja. Sind Sie bei einem öffentlichen Dienst angestellt gewesen damals? Nein. Sie waren privat unterwegs? Nein. Beruflich unterwegs? Ja. Genau. Der Job ist das. Ist es eine Dienstleistung? Nein. Ist es ein Handwerk? Nein. Ist das etwas anderes? Ja. Ich stell mal eine Fangfrage. Ich wollte ein Jahr. Also, so dicht dran. Also er ist unterwegs gewesen und hat etwas getan, was die Nacht zum Tag, und das während der Wiedervereinigung, war das an einem der legendären Tage, wo irgendwas, boah, und hat nichts mit der Uhrzeit zu tun, es hat nichts mit dem Licht zu tun. Was macht er noch? Er ist ratlos gerade. Er ist gerade ausgebrannt. Das war ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Der Fragenspeicher war leer, aber Hubertus Meyer-Burkhardt läuft gleich jetzt über. Ich bei dem Beruf also ja, 600 haben wir. Sind Sie Ingenieur? Nein. Sind Sie Mediziner? Nein. Haben Sie einen Reiseberuf? Nein. Sind Sie in dem Sinne Akademiker? Haben Sie ein Studium? Ein Studium, ja. Aber das hat mit dem Beruf nichts zu tun? Nein. Das heißt, Sie üben einen Beruf aus, für den Sie gar nicht ausgebildet sind? Ja, kann ich sagen. Dann arbeiten Sie beim Fernsehen. Ja, genau. Das ist richtig. Ja. Alles was mit Aber war nicht. Entschuldigung. Hat es was mit Fernsehen zu tun? Nein. Hat es was mit Studio, mit Unterhaltung zu tun? Nein. Ist es ein Fehler gewesen, den Sie gemacht haben? Nein. Warum nicht? Weiter. Es wäre so schön. Seien Sie nicht so freundlich mit dem Rateteam. Es ist Ihr Geld. Jetzt wäre ich gespannt. 800 Euro. So, jeder von euch darf noch mal einen Tipp abgeben. Stefanie hat ja wirklich ganz toll gefragt. Ne? Also, das, wenn die Herren das mal so fortgeführt hätten. Ne? Was hat sie denn gefragt? Was hast du gefragt? Was hast du gefragt? Ja. Oh, du Bernhard. Warst schon dran. Ja, schön, dass du dran. Ich meine, was war denn? Was ist in deinem Leben passiert die letzten 10 Minuten? Ja, genau. Wenn ihr einmal einer Frau zuhören würdet. Warum? Ja. Stefanie, also, haben Sie eine Nachricht weitergegeben, schneller als Sie hätten dürfen? Nein. Das ist keine DDR-Politik. Ja, das ist ganz schlecht. Ja, aber nicht schlecht. Nein. Ja oder nein? Nein. Jörg? Es war damals im Zuge der Wiedervereinigung, ich habe Sie sofort wiedererkannt. Sie sind derjenige, der damals die Meldung, dass die Grenzen um 9 Uhr aufgemacht werden müssen, eigentlich der 9 Uhr des nächsten Morgens gemeint war. Und Sie haben um 21 Uhr abends schon 9 Uhr morgens vorgezogen. Und deshalb wurde die Nacht zum Tag, weil der nächste Morgen ja eigentlich der Tag gewesen wäre und das in der Nacht stattgefunden hat. Das hätte ich auch gedacht. Auch nicht schlecht, aber nein. Völlig falsch. Nein, nicht völlig falsch. Peter, Sie sind mir immer noch sympathisch. Nicht völlig falsch, aber nein. Nein, das ist nicht die Lösung. Gut, muss man ganz klar so sagen. Es geht ja um das Geld von Peter, also muss ich sagen, Halleluja. Nein. Also ich. Keine Sie sind der erste DDR-Bürger, der über die Grenze rübergegangen ist, nachdem der Schlagbaum hochgefahren wurde. Nein. Sie sind der Mann, der den Schlagbaum geöffnet hat. Nein. Viermal Nein in der fünften Runde heißt 1000 Euro für Peter. Geschichte ist nicht gelöst. Da war es so einfach. Wir waren doch dicht dran. Ihr habt wirklich gut gefragt. Ihr wart dicht dran, aber es stimmte halt nicht, weil Peters Geheimnis ist folgendes. Ich habe in der Pressekonferenz mit Schabowski die entscheidende Frage gestellt, ab wann gilt das? Ach so. Und daraufhin wurde die Nacht in Berlin zum Tage. Ah. Weil Schabowski in völliger Unkenntnis sagte, sensationell. Ja? In welcher Funktion waren Sie da? Ich war Korrespondent der Bild-Zeitung, der einzige für die DDR und dann in der DDR. Den einzigen, den es gab, den die Bild-Zeitung in die DDR geschickt hat. Mhm. Bis zum Ende. Also, jetzt gucken wir da noch mal drauf und vor allen Dingen hören wir gut hin. Denn Peter Brinkmann ist gut zu hören, aber leider nicht zu sehen.
Ja, aber trotzdem ist er sehr, sehr deutlich zu hören und er fragt hartnäckig nach, meine Damen und Herren. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Also doch, doch. Ständige Ausländer können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Also. Die Frage habe ich auch noch gestellt. Ja. Zur Sicherheit gilt das auch für Berlin-West. Und zwei Entscheidungen. Und genau diese beiden Fragen hatten zur Folge, dass natürlich tausende Menschen noch am Abend in der Nacht zu den Grenzübergangsstellen sich aufgemacht haben und dann mussten die Grenzer die Schlagbäume öffnen. Wir waren aber dicht dran. Ja. Nicht der Elektriker. Aber wer hatte Schabowski das aufgeschrieben? Das war ein Zettel. Das war der Beschluss, der im Zentralkomitee verabschiedet wurde, diskutiert wurde, aber noch nicht beschlossen war. Das hatte das Innenministerium aufgeschrieben als Vorlage. Mhm. Und der Druck der Straße war so groß, dass Krenz gesagt hat, das beraten wir jetzt. Das Protokoll oder die Stelle im Protokoll des Zentralkomitees ist genau so lang. Ja, eigentlich eine Nebensache. Ja. Und dann hat er das Schabowski gegeben, so nebenbei verkünde das mal in der Pressekonferenz. Der hatte den Text aber nicht gelesen. Mhm. Aber in diesem Fall war es ganz gut, dass er den Text nicht kannte. Ja. Lieber Peter Brinkmann, ein besonderer Tag, ein besonderer Anlass und natürlich ein großer Moment, der auch mein Leben mitbestimmt hat. Es war eine große Freude, Sie kennenzulernen. Danke für diese wunderbare Geschichte. Herzlichen Dank und alles Gute. Peter Brinkmann. Sarah Klier, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, da sechs. Grüß dich. Hallo. Hallo. So. Ja. Oh. Aha. Ob ihr das rauskriegt. Oh. So, ist wieder ausgeblendet. Oh. Ja. Jetzt ist es so eine heftige Reaktion. Ja. Los geht's mit Bernhard und einen Hinweis, den ich euch natürlich noch gebe, der euch einen leichten Lösungsansatz bieten soll. Sarah war der letzte Schrei. Wieso war? Moment, das ist eine Ohne. Sie ist der letzte Schrei. Ja, daran habe ich keinen Zweifel. Der letzte Schrei. Bernhard beginnt, 45 Sekunden, die Uhr läuft. Hallo Sarah, geht es um ein Ereignis? Ja. Also eine einmalige Sache. Ja. Das ist eine Fangfrage, das macht man bei Verhören so. Ja. Ging es bei dem Schrei wirklich um Schreien? Ja. Das heißt, viele Menschen haben geschrien, aufgehört und du hast es nicht mitbekommen? Nein. Viele Menschen haben geschrien? Nein. Du hast geschrien? Ja. Als Einzige? Eventuell. Ja. 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 Hast du geschrien, weil du dich erschrocken hast? Nein. Das können wir nicht mehr sagen. Weil du dich gefreut hast? Ja. Vor Freude geschrien. Gut, warum hast du geschrien? Das ist die große Frage. So, aber die ersten 200 Euro, Sarah. Sarah, wir sind aber jetzt schon weiter, ne? Ja. Ach, manchmal ist es so schade. Sarah, haben Sie Geschwister? Nein. Jetzt kommt, warum nicht eigentlich? Ja, weil ich dachte, dass Sie... Ja, erklär dich, mach weiter deine Zeit. Schrei nicht nachher. Also, Sie haben sich nicht erschrocken, Sie haben sich gefreut. Was ein Schrei der Freude. Ja. Das heißt, ja. Also, war es ein Schrei der Verblüffung? Nein. Sarah, war es ein Schrei der Erotik? Auch das kann sein. Nein. Warum schreien Sie eigentlich? Es war ein Schrei der Freude. Sind Sie, hat das was mit Ihrem Beruf zu tun am Ende? Nein. Aber ein Hobby ist es auch nicht. Nein. Insofern brauchten Sie keine Ausbildung dafür. Weißt du, was ich dachte? Die ist die letzte von fünf Dingen. Ja, genau. Und da war ich völlig sicher. Ja, genau. Und dann war es weg. Wir müssen noch rauskriegen, was das für ein Ereignis war. Ja. Das Ereignis ist wichtig. Ja. Jetzt lass mal die Stefanie ganz in Ruhe ihre Fragen stellen. Ja? Du löst das. Ja. Wenn nicht du, wer dann? Weibliche Intuition. Viele Menschen waren dabei. Nein. Was ist viel? Sie waren alleine.
Nein. Zu zweit? Nein. Mit anderen Menschen? Ja. Bei sich zu Hause? Nein. In der Öffentlichkeit? Nein. Im Garten oder so? Draußen? Nein. Haben Sie geschrien? Sie haben geschrien. Nur Sie haben geschrien. Das war als Letzte, hat sie geschrien. Im Garten. Aber wenn sie die Einzige ist, die geschrien hat, wieso ist sie dann die Letzte? Ja, die vorher, die sind verstorben. Hubertus! Ein Ereignis. Haben Sie das dokumentiert? Ja. 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 Warum hat sie denn geschrien? Ich sag euch, guck mal, das Alter, 26, der letzte Schrei, das letzte... Also bei mir hätte diese Frage mit dem Garten Sinn gemacht, ja, aber... Genial. Das ist ja genial. Wir sind noch nicht beim Beraten. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich versuche es jetzt mal. Sarah. Stimmt. 100 Pro stimmt. Der letzte Schrei war Ihr erster Schrei? Ja. Sehr geil. Ich möchte die Zeit ausnutzen. Ich habe noch 34 Sekunden. Ja. War Ihre Mutter dabei? Ja. Sie kommen jetzt aus Sachsen, wie Kai sagte. Ja. Lebten Sie damals auch schon in Sachsen? Ja. Sehr geil. Mach weiter, lass dir Zeit. Gib ihr das Gefühl, wir wüssten es nicht. Oh, komm, Jörg, hast du noch. Nimm dir die Zeit, Jörg. Komm, mach noch 10 Sekunden und dann würde ich ganz gerne lösen, in dieser Jörg. Zeit sagen, ja, möchtest kann du noch es jemanden sein, anrufen? Dass Sie ja, möglicherweise ja, das letzte Kind aus der DDR Zeit ist sind. Aus. Das hast du nicht. Ja. Zeit war auf. Man muss es schon. Ich gönne. Nein, ich gebe Kai recht, die Zeit war um. Die kriegst die 200 Euro, bitte, Bernhard. Timing ist alles, jetzt liegt Timing auf meinen Schultern. Komm, Bernhard, wir haben es ja quasi gerade gehört. Haus raus. Du warst das letzte Baby der Deutschen Demokratischen Republik. Ja! Christoph Stolte! Was für eine Eingebung! Ich hatte dann überlegt, uiuiuiui und sowas. Ja, so ist es. Das ist ja abgefahren. Und das ist tatsächlich dokumentiert. Geil. Ja, 2. Oktober 1990, 23.58 Uhr. Super. Der Countdown läuft. Und dann ist es doch passiert. Dieses Babylächeln wird bis heute zum letzten Schrei der DDR. Meine Geburt hat Geschichte geschrieben. 2. Oktober 1990. In Leipzig wartet man auf das erste Kind der Einheit. Die Hebamme kam und frug, ob es losgehen könnte und ob es das erste Deutschlandkind kommen würde. Doch Tochter Sarah ist schneller unterwegs als gedacht. Da haben wir jetzt nicht gewartet, ob es nur das erste würde oder das letzte. Wir wollten einfach nur alles gesund und munter hinter uns bringen. Die steht hier, 23.58. Aus dem geplanten ersten Schrei der Einheit wird der letzte Schrei der DDR. Doch auch so wird Sarah berühmt. Sogar aus Afrika kommen Glückwunschkarten. Wir waren natürlich total überrascht und ich konnte gar kein Englisch. Wir mussten uns das noch übersetzen lassen dann. Aber es war natürlich sehr schön. Sarah, ein Baby der Freiheit, der Vereinigung und des guten Omens. Geboren, als Deutschland zusammengewachsen ist. Jedes Jahr ein extra Grund zu feiern. Und als letztes DDR-Baby gibt's auch Vorteile. Ich glaube, wenn ich 2 Minuten später geboren wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich dann um den Titel des ersten Deutschlandkindes streiten dürfen. Wir haben den einzigen Titel praktisch jetzt. So wird man ohne eigenes Zutun ein Teil deutscher Geschichte. Was mich ja persönlich interessiert, 2 Minuten vor Mitternacht, gab es noch Begrüßungsgeld? Gute Frage. Ich glaube eher nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Zu der Zeit nicht mehr. Heute hast du ja ein bisschen was davon bekommen. Ne? Und du kannst zu den Jüngern immer sagen, ganz ehrlich, ich habe die DDR noch erlebt. Ja. Du warst da dabei. Ich war dabei. Ja. Also wirklich eine tolle Geschichte. Und es war prima, dich kennenzulernen. Ja, danke, dass du unser Gast bist.
800 Euro. Viel Spaß damit. Danke. Ja, und alles Gute. Grüße in die Heimat, Grüße nach Sachsen. Danke. So, danke schön.